Abend alle zusammen. Der nächste Talk ist, das sind nicht die APTs, dies sind nicht die Spione, nach denen ihr sucht. Wir hören über die bösen Jungs im Internet, wie sie sich verhalten, wie sie ihr Verhalten anpassen, wenn wir nach ihnen suchen, wie man, wenn man ihre Verteidigung gegen sie verbessert. Wir haben hier Inbar Ravetz und Gadi Evron, die uns ein bisschen Infos darüber geben. Vielen Dank. Und? Slides? Folien? Jungs, wir haben angefangen. Wir haben angefangen. Egal. Die werden das reparieren. Gadi wird sie unterstützen. Willkommen zu unserem Vortrag. Das sind nicht die Spionageberichte, nach denen ihr sucht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich ohne Präsentation spreche, also kein Problem. Grundlegend sprechen wir über, wie Spionageberichte meistens den Verteidigern helfen, sondern tatsächlich die Angreifer helfen. Wenn wir sagen Verteidiger, dann meinen wir nicht Malware-Untersucher, die wissen, wie das funktioniert, die kennen das. Auch diese Präsentation ist nicht technisch. Wenn ihr jetzt hier Screenshots von IDA sehen wollt und so weiter, das gibt es hier nicht. Geh weg, wenn ihr Shellcode sehen wollt. Malware-Researcher, Crypto-Researcher, das ist nicht für euch. Ja. Danke, Gadi. Das sind nicht die Spionageberichte, nach denen ihr sucht. Kurze Vorstellung. Das ist, ich bin Inbar, das ist Gadi. Wir sind hier. Ich benutze meine Zeit ohne, wir möchten den Angriffsprozess vereinfachen. Wir möchten zeigen, wie manche Spione sich verbessert haben über die Jahre. Wir sagen, dass es so eine Art Informationsvorsprung gibt für den Angreifer gegenüber dem Verteidiger. Und das ist nur so eine kleine Tradition. Ich werde meine Schuhe ausziehen, weil ich mich dann besser fühle. Und das ist für David von Kaspersky. Also, kleine Vorstellung. Wir sind Israelis. Wenn ich letztes Jahr mit Tillmann gesprochen habe, habe ich ihn unterbrochen. Wir haben zusammen geredet. Als Israelis unterbrechen wir uns die ganze Zeit. Das ist einfach so bei uns. Ja. Ich werde dabei bleiben. Also schauen wir uns mal diese Geschichte an. Wir schauen uns sehr viele Geschichten an über Spionage und ihre Entwicklung, wie man das sozusagen, wie man sich anpasst, wie die sich anpassen. Aber bevor wir das machen, ein paar Beispiele. Warum sind wir in das Ganze reingekommen? Wir hatten immer irgendwelche Malware, irgendwelche Schadprogramme. Aber dann hatten wir die Spionagegruppe Nummer 1. Wir hatten Security-Leute, die gesagt haben, warum ist das in der Presse? Wo kommt das her? Das war das erste Mal, dass jemand einen vorgestellt hat, was Spione machen. Mendient hat gezeigt, was diese Jungs machen, hat ihnen die Hosen runtergezogen. Mendient hat sogar ein Bild gezeigt ihrer Büros. Das war total cool. Und jetzt hatten wir einen Beleg, dass es sowas tatsächlich gibt. Und das hat natürlich die bösen Jungs sozusagen verändert. Aber das ist natürlich wahnsinnig die einzigen. Wir müssen die jetzt ihre ganze Infrastruktur neu bauen. Und alles, was wir benutzt haben, ist weg. Da gibt es natürlich andere Kampagnen, also Spionagekampagnen. Nämlich Stuxnet und Flame. Stuxnet war sehr groß, aber 500 Kilobyte für ein ganz bestimmtes Ziel, nur für die Zentrifugen in iranischen Einrichtungen. Auf der anderen Seite habt ihr Flame, es ist riesig, 20 Megabyte. Alles, was man irgendwie braucht, ist da drin. Alles, was man irgendwie da reintut, das wird natürlich verloren, wenn diese Malware reversed wird. Wenn jetzt die Gruppe 1
ihre ganze Infrastruktur ersetzen musste. Also, was hatten die Jungs gemacht, die sowas wie Flame geschrieben haben, die 20 Megabyte an Funktion verloren haben? Das ist absurd. Wie entwickeln die sich? Wie gehen die damit um? Wie gehen die Täter, wie passen die sich an? Schauen wir uns mal die Beispiele an. Gauss. Das war intelligent, auch sehr gezielt. Es wurde nur auf ganz bestimmten Maschinen ausgeführt. Es war ziemlich komplex. Ich verstehe es nicht. Vielleicht habt ihr es verstanden. Sehr interessant. APT3, eine Malware namens Perpy. Ja. Wie viele andere. Sie haben zuerst einen Dropper, ein Installationsprogramm. Dann kommen der lädt sozusagen die coolen Tools nach. Ja. Dann gibt es Rocket Kitten. Wir haben mit Tillman drüber gesprochen. Und andere Leute haben darüber berichtet. Die haben Standard-Tools verwendet, die man einfach kaufen kann, wie sie die angepasst haben. Ja. Also, was ist operative Sicherheit? Schauen wir uns mal kurz operative Sicherheit an. Was ist das? Erstes Mal, warum brauche ich das? Was erreiche ich damit? Erstens, wir wollen Erfolg haben. Man hat eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Informationen klauen, irgendwas sabotieren. Du möchtest was tun. Wenn man den ganzen Aufwand gemacht hat, und dann möchte man natürlich nicht erkannt werden. Und Erkennung ist schlecht aus mehreren Gründen, auch für deinen Ruf. Und vielleicht wird deine Aufgabe nicht mehr lösbar. Und das Allerwichtigste ist, du willst die Zuordnung verhindern. Es ist gar nicht mal so lange her, dass man damit arbeitet. Wir möchten natürlich nicht identifiziert werden, wenn wir was Böses tun. Ja. Das gibt es auch in anderen Prozessen, in Softwareentwicklung. Du erwartest, wenn du was designt, dann hast du die Absicht, dann möchtest du eigentlich ähnliche Ziele sozusagen haben. Aber wann ist OPSEC geschlagen? Wann funktioniert die operative Sicherheit nicht mehr? Operative Sicherheit gegen Kosten, das braucht natürlich Zeit, du musst investieren, du musst irgendwelche Tricks dir ausdenken, um zu entwickeln. Du musst sehr vorsichtig sein, langsam vorgehen. Ich kann durch einen Metalldetektor laufen. Aber es gibt bestimmte Detektoren, durch die man ganz, ganz langsam läuft, die tun dann nicht klingeln und das ist natürlich für alle sehr überraschend. Echte Story. Wir haben das getestet. Skalierung. Manchmal musst du deine Aufgabe skalieren lassen. Das heißt, dann gibst du ein bisschen operative Sicherheit auf. Was passiert, wenn die Verteidiger ein Sample erwischen, also eine Backdoor? Dann natürlich der einfache Einsatz. Vielleicht möchtest du die gleiche C2-Infrastruktur verwenden. Vielleicht möchtest du die gleichen Verteilungsmechanismus verwenden. Wenn dieser Verteilungsmechanismus erkannt wird, dann hast du natürlich ein Problem. Und das ist eine Verallgemeinerung. Der ganze Vortrag ist Verallgemeinerung. Und wir möchten einer bestimmten Art von Geschichte folgen. Ja, und wir nehmen natürlich Feedback an. Die meisten Spionageberichte zeigen eine Art Fehler in der operativen Kriegsverhandlung. Es wurde jemand erwischt, jemand hat verstanden oder erkannt, was da passiert. Was wir sagen wollen ist, du musst deinen Gegner kennen als Verteidiger. Du kennst den Angreifer aber nicht immer. Wenn das ganze Länder machen, die werden dir nicht sagen, was bei ihnen funktioniert, was nicht. Also was wir versuchen, herauszufinden, was der Angreifer denkt. Das Hacking-Team ist ein gutes Beispiel. Wir hoffen, dass niemand von Hacking-Team da ist, aber man hat sie erwischt. Man hat ihre kompletten E-Mails gekriegt. Wir haben also sehr viel Informationen über sie. Wir können ihre E-Mails lesen, wie der Report sagt. Ihre wichtigste Sorge war, nicht wieder erwischt zu werden. Okay, das ist natürlich schlecht für ihr Geschäft. Wenn es aber auf ganze Länder kommt, dann gibt es solche Informationen nicht.
Also versuchen wir rauszukriegen, wie das ist. Also Hacking Team war nur der Letzte. Und wir werden anschauen, wie der Angreifer darüber nachdenkt. Und hier ist ein Problem. Many Spionage-Reports sind einfach schlecht. Sie sind schlecht. Dann versuche ich, nervig zu sein. Mimba, haben Sie nicht auch einen Spionage-Report geschrieben? Ja, ich habe. Es war einer. Genau einer. Mein Mitautor war da und dann habe ich aufgehört. Hast du nicht hier einen vorgeführt? Ja, vielleicht habe ich. Ja. Vielleicht. Also, was ist das Problem mit diesen Reports? Diese Person ist ein Kommentator. Der sitzt da oben und erzählt dir, was da passiert beim Spiel. Und ein Spionage-Report von einem Researcher ist genauso. Die erzählt mir, wie gut der andere Typ da ist. Man schaut auf diesen großen Angreifer, auf diese tollen, also die ganzen tollen Rootkit und ist sehr schön. Aber als Verteidiger, wenn ich kein Melbourne Researcher ist, dann ist mir das total egal. Spionage Reports sind teilweise sehr lang. Manchmal sind die 60 Seiten lang und in diesen 60 Seiten steht so viel Standardinformationen drin, dass manchmal, dass man gar nicht, was darin steht, was man damit machen soll. Und viele dieser Reports, die wir sehen, die öffentlichen, sind nicht die vollständigen und die wir sehen für PR-Gründen. Und die anderen gehen nur an bezahlende Kunden und vielleicht gibt es teilweise gar keine veröffentlichte Lizenz, die überhaupt an jemanden rauskommt. Und als Ergebnis ist eine Asymmetrie. Was? Sieht das schlimm aus? Ich sehe, es versteht nicht jeder. Asymmetrie. He's calling me fat right now, just er beschimpft mich als fett. Nein, ich habe gesagt, du bist kuschelig. Da ist Informationslücke. Der Angreifer kann diese ganze Information benutzen. Also diese Information ist gut für den Angreifer und nicht nur den Angreifer. Jeder lernt davon. Auch die ganzen anderen lesen denselben Report. Und obwohl es über Spionage geht und Staatsarbeiter, dass die Cybercrime arbeiten, die in den normalen kommerziellen Cybercrime arbeiten, dann lesen die das auch in der kriminellen Welt, benutzt dieselben Tricks später. Und das macht diese Spionage-Reports freie Frequency-Ask-Questions für die Angreifer. Manchmal erkennt man die Fehler. Die APT-1-Infrastruktur war groß und einige waren mit demselben Namen, selbe E-Mail-Adresse registriert und aber später Turrell haben eine sehr komplizierte Angriff durch den ISP gemacht, durch Pakete, die empfangen werden können, ohne dass das Ziel überhaupt gefunden werden konnte. Da hatten wir Learning im Progress. Es war noch nicht fertig. Zum Beispiel Starknex und Dooku und Flame waren alle haben teilweise denselben Code. Und Dooku 2 benutzt immer noch einen großen Teil von diesem Framework. Und wir haben über diese Sicherheit, geredet. Also versuchen wir immer den Rest noch weiter zu benutzen. Und manchmal weiß man einfach nicht. Und Zuordnung ist ein sehr einfacher Text. Also Iron Tiger ist häufig chinesisch, aber es wurde durch Tivan geschickt. Und die Angriffs-E-Mails, ne? Und alles passt so gut. Die Sprache, die Identität, alles sieht richtig spanisch aus, aber es sieht zu spanisch aus. Selbst wenn man auf die Geolocation sieht, die Angreifer wurden Aktivisten, über die niemand sich kümmert, außer die Spanier. Aber in Dooku 2 haben sie schon Spiele gespielt. Viele falsche Flaggen waren da drin. Sie wissen, dass sie einen String der Chinesen eingebaut haben. Die rumänischen Anti-Hacker. Ein Twitter-Alias eingebaut. Und die haben einfach mit uns rumgespielt. Und jetzt sieht man einen Report, man liest die 60 Seiten, was kriegt man? Man kriegt viel Malware-Analyse und danach kriegt man auch so ein bisschen IOCs, also
wo die Maschine komprimiert wurde, und das auch über die Malware. Aber noch nicht alle versuchen, über mehrere Angriffe zu schauen. Vielleicht kriegt man die Command and Control Center Struktur. Aber die werden durch mehreren Firmen geteilt. Das heißt, die Long-Term Value ist sehr klein. Und ganz am Ende ist sehr wenig darüber, wie angegriffen wurde, wie der Angriff wirklich durchgeführt wurde. Womit hat das Ganze begonnen? Und was war das Ziel? Was haben sie geklaut? Wenn man wirklich wissen möchte, was war das Ziel? Nicht, dass sie eine Firma gehackt haben, sondern was haben sie gemacht? Also, ich bin ein bisschen durcheinander zu diesem Zeitpunkt. Wir sehen ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, eine falsche Frage, und wir versuchen, diesen Spionage-Report zu verstehen, vielleicht um unsere Verteidigung zu verteidigen, und kriegen wir wirklich das richtige Bild. Also, was wir bis jetzt gemacht haben in den vorherigen, haben wir versucht herauszufinden, was die Forensiker macht. Versucht herauszufinden, was die gemacht haben. Und wir wollen jetzt vielleicht darüber reden, was der Angreifer macht, wie der denkt. Und wir nennen das einfach mal den Engagement, also den Angriffsprozess. Okay, zuallererst haben wir Anforderungen. Zum Beispiel, worüber wir die wenigsten Informationen haben. Zum Beispiel gehen die einkaufen. Worüber kümmere ich mich heute? Ist dieser nukleare Deal oder dieser interessante Produkt, der irgendwo entwickelt wurde? Was würdest du denn gerne wissen? So. Nehmen wir jetzt mal ein Irak-Beispiel. Also, oder es ist ein kleineres Problem. Hat Saddam Hussein Waffen von Massendestruktion? Wo sind die? Möchte er sie benutzen? Wer arbeitet an Massenzerstörungsmechanismen? Und können wir Matt Damon zurückkriegen? Wieder mal zurückkriegen. Okay, der zweite Teil ist, was können wir unsere Ziele finden? Wo kann ich diese Informationen herkriegen? Oder wer hat diese Informationen, die ich möchte? Welche Person? Also zum Beispiel Banken oder pharmazeutische oder Energie oder auch spezifische Ziele. Weil wir möchten dieses Ziel, weil die Informationen hat, die wir wollen. Und dann gibt es, sag ich mal, auch so ein paar Ausnahmen. Und ein Beispiel ist Sophos-Gruppe. Die sind überall. Und die versuchen einfach alles aus. Sie scheinen kein wirkliches Ziel zu haben. Sie finden Informationen, dann versuchen sie es zu kaufen. So, zweites, Intelligence, also Sammeln von Informationen, ist mit Reconnaissance, also das Anschauen. Dann schaut man sich an, welche Ziele sind möglich? Was können wir darüber hinausfinden? Wie können wir vielleicht reinkommen? Und dann kriegen wir diese ganze Information in einer organisierten Art und Weise raus. Also Ziel, Organisation ist alles, was man braucht, um den Job machen zu können. Wenn man das hat, kann man wirklich anfangen, Dinge zu tun. Und das kann man machen, dass man einen Angriffsplan entwickelt und den ausführt. Und man versucht einen Angriffsplan, und das ist, wie ich es machen möchte. Also zum Beispiel, ich sende eine E-Mail oder ich benutze einen Portscan oder SQL-Injection und ich wähle einfach eine der Angriffsmethoden aus. Und dafür muss ich ein Werkzeug auswählen. Manchmal benutze ich ein normales Werkzeug, zum Beispiel das ist ein sehr großes Bereich, den man hat. Oder manchmal macht man ein eigenes Software oder man benutzt die Software von irgendjemandem anderen und macht eine kleine Änderung. Und wenn man das macht, dann kriegt man diese Beispiele, zum Beispiel DuxNet und Gov. DuxNet war sehr zielgerichtet. Der Code, der da war, wollte mit den steuerprogrammierbaren Steuerungen arbeiten und hatte nirgendwo anders was benutzbar. Und Gauss war ein großer Multifunktionswerkzeug, aber eine Sache versteht immer noch keiner. Bei dem USB-Infektionsmechanismus hat man ein verschlüsseltes Payload. Und der Payload wurde mit einem MD5-Hash, der 5000 Mal auf irgendwelchen Parametern läuft. Und heutzutage weiß niemand, welche Parameter das sind. Sie wissen nicht, welcher Computer das wirkliche Ziel war.
Viele Leute haben das versucht herauszufinden. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass es genau einen Computer auf diesem Planeten gibt, der diesen Payload ist entschlüsselt und ausführt. Oder in einem Dell Secure-Bericht, bei einem der Targets, die sie analysiert haben. Die Angreifer haben eine Plattform, die schon beim Ziel existierte. Es war ein Endpoint-Management-Programm und das haben sie benutzt, um das ganze Organisation aufzumachen. Sie haben auch unterschiedliche vorherige Angriffe ausgenutzt. Und sobald man drin ist und den Plan ausführt, das erste, wenn man reinkommt, wenn man im Ziel Code ausführt, dann ist der Arbeit immer noch nicht gemacht. Jetzt muss man weitergehen. Vielleicht rausfinden, wo das wirkliche Ziel rausfinden. In der Regel nimmt man einfach den schwächsten Punkt. Und es geht uns wieder zu Intelligence sammeln. Und jetzt sind wir nicht mehr draußen. Sondern jetzt hör auf zu reden, alle schauen auf den Bildschirm. Wer ist nochmal zurück zu Facebook gegangen? Wer hat es nicht zu Ende geschaut? Okay. Wirklich? Das ist eine Minute 40 und wenn man drinnen ist, dann sehen die Sachen anders aus. Nein. Eigentlich wollten wir das hier machen, aber das sind zwei weitere Minuten und Copyrighten, das ist ein bisschen problematisch. Informationssammlung ist anders, wenn man jetzt in dem Zielbereich ist und er hat einige Verteidigung und man muss wieder nochmal über die Operationssicherheit schauen. Man muss das Ziel, die Verteidigung des Ziels umgehen. Irgendwelche Geräte, die man benutzen kann, irgendwelche Sandboxing, die sie benutzen. Und wenn man die Spionageoperationen anschaut, dann schaut man das Ziel an. Benutzt man unterschiedliche Systeme, Verteidigungssysteme, die vorhanden sein können. Also, was muss ich überprüfen? Das wäre uns nicht wichtig, aber dann ändern sich die Sachen auf einmal. Du würdest sagen, hey, Moment mal, diese ganzen Antiviren, die bedrohen mich nicht, die kann ich umgehen, aber die haben ja ein Backend. Und das kann mich bedrohen. Weil sie können natürlich Signaturen verteilen, dann erwischen sie mich. Das heißt, sie können mich erwischen, nachdem ich mal erkannt wurde. Das heißt, ich muss mir da was einfallen lassen. Dann schaue ich mal, was andere machen. Es gibt jemand anders auf der Maschine. Und das gute Beispiel ist bei Kaspersky, die einen Rechner gefunden haben, auf dem mehrere Spionagegruppen aktiv waren. Okay, welche anderen Länder oder Kriminelle sind auf dem Rechner noch? Und haben die schon irgendwelche Tools installiert? Soll ich da auf jedem System nachgucken, ob da jemand anderes drauf ist? Wenn ich das auf ein System mache, dann wird es zu viel. Damit, mit dem Risiko muss ich leben. Der letzte Punkt ist, dann möchte ich natürlich meine Identität verbergen. Das heißt, es sei denn, du bist Chinese, dann ist es dir einfach scheißegal. Wir haben ein Beispiel. Die sogenannte Hurricane Bender Spionagegruppe. Die haben ein Tool verwendet, die wurden erkannt. Das Incident Response Team ist gekommen und hat sich das angeguckt. Es hat eine Weile gebraucht, sie haben es mit denen ausgefochten und dann haben die Chinesen gesagt, wir geben auf. Und das ist aus dem Report von Symantec über Stuxnet. Damals waren die Leute wohl sehr unvorsichtig oder naiv. Mit wenigen Ausnahmen. Hier sehen wir die Compile-Zeiten, alle der Dateien, die der Angreifer eingesetzt hat, und die Zeit, als das eingesetzt wurde, die Infektionsteilen. Das sieht man in späteren Berichten. Und damit kann man versuchen, das zuzuordnen. Das sagt uns ja, hey, wie lange brauchen die bis zur Kompilierung, bis sie die Datei auch einsetzen? Ja. Das sagt euch, hey, wie funktioniert deren Operation? Wie schnell sind die? Eine Minute, ein Tag, ein Monat? Man kann da viel rausfinden. Dann haben wir andere Beispiele. Wenn wir uns Dooku 2 anschauen, dann wurde das auf einmal zufällig. Ja, genau. Das heißt, die Angreifer haben sich angepasst.
Das heißt, die Angreifer benutzen ältere Tools, sie benutzen Werkzeuge vom Betriebssystem, dann muss man nichts mitbringen, dann muss man sich um nichts kümmern, nicht um Verschlüsselung. Zum Beispiel kann man PowerShell verwenden oder Batch-Skripte und Dooku 2. Dieses Beispiel war sehr cool. Sie sind sehr weit nach vorne gekommen, es war revolutionär. Ihr Einsatzmechanismus war, ihre laterale Bewegung, ihre Seitwärtsbewegung war nur in RAM, im Hauptspeicher. Sie haben nur Ziele verwendet, wo sie draufbleiben konnten, also Systeme, die noch neu gestartet werden, sie wussten das genau. Alles blieb im Hauptspeicher. Wurde die Maschine neu gestartet, dann konnte eine Kontrollmaschine das erneut installieren. Ein anderer Aspekt ist, wenn man über Spionage spricht, wann gehen sie denn zurück? Geben sie auf? Ja. Was ist deren Methode, wenn sie erwischt werden? Es gibt ein paar Beispiele, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, bei Roter Oktober. Das heißt, sie haben ihre Kampagne aufgegeben, nachdem sie veröffentlicht wurde. Bei The Mask, nach 4 Stunden, nachdem das Blog drauf war, wurde die Kampagne aufgelöst und die Infrastruktur wurde abgebaut. In 4 Stunden, die komplette Infrastruktur war komplett weg. Ja. In Dooku 2 waren die Angreifer proaktiv, sie sind den Anbieter angegriffen, sie haben sich bei Kaspersky angeguckt, wie werden sie gefunden und so weiter. Das zeigt eine interessante Geschichte. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Manche Angreifer interessiert das nicht. Chinesische Gruppe, Gaza-Hacker-Team und so weiter. Denen ist es einfach scheißegal. Die arbeiten einfach weiter. Die scheinen nicht mal zu wissen, dass es so eine Konferenz wie diese hier gibt. Schauen wir uns mal die Seite des Verteidigers an. Wie funktioniert der Angreifer? Wie funktioniert sein Denken? Und wie können wir das auf die Verteidigerseite anwenden? Wir haben diese ganzen Veröffentlichungen, diese forensischen Berichte. Aber das ist immer noch Arbeit, an der wir dran sind. Vielleicht fallen euch Ideen ein, wie man das besser machen kann. Wir arbeiten problembasiert. Was kann man sozusagen noch mitnehmen und was für Handlungsmöglichkeiten gibt es? Das erste Mal, was sind unsere nachrichtendienstlichen Anforderungen? Wir haben nicht genügend Informationen über die Ziele der Angreifer. Das ist unser Problem. Wir haben zwar Informationen über Angreifer, aber nicht genug. Diese Angreifer sind sowas wie Stalker. Sie wissen, dass du etwas von dir hast, dass sie möchten etwas von dir haben und das lassen sie nicht los. Sie möchten das natürlich immer weiter haben, egal ob du so erkennst oder nicht. Es gibt da ein gutes Beispiel. Das ist ein Report von RSI Conference von Dell Secureworks. Ja, es ist Dell Secureworks, genau. Ihr könnt sehen, es gibt so ein bisschen ein Hin- und Her-Gefecht mit dem Angreifer. Und dann gab es ein ruhiges Wochenende, aber sie kamen zurück nach dem Wochenende mit neuen Werkzeugen, weil sie eine Aufgabe hatten. Sie mussten Sachen holen. Und dass man sie erwischt hat, einmal bedeutet nicht, dass sie sagen, hey, scheiße, ich gebe auf, das lohnt sich nicht. Die werden sozusagen das auch eskalieren wie nötig. Ihre Seitwärtsbewegungswerkzeuge und werden versuchen, eine gute Position dafür zu finden. Eine zweite Sache, mit der wir reden müssen, ist, dass das Klauen von Daten ist nur eine der Optionen. Und vielleicht kann sich jeder daran erinnern, als das hier passiert ist. Viele haben gesagt, was? Wie ist das passiert? Es ist gigantisch. Es ist wieder Sicherheits... Ja, das ist einfach nur ein weiterer Hack. Natürlich, von derer Seite war es ein großes Problem von Sony. Ja, sie sollten es sich wichtig nehmen, aber... nicht schade und ich würde gerne helfen, aber der große Punkt war ein Risiko. Und das Risiko war, was könnte passieren,
wenn sie eine Foothold in der Operation hatten. Und jeder denkt, normalerweise, Datendiebstahl. Die haben hier in diesem Punkt einfach nur den Körper gekickt. Und das ist etwas, was wir auch benutzen müssen. Eventuell die Aktion. Das ist ein normales Tool in Sicherheitsmanagement. Das nennt sich Risiko-Assessment. Normalerweise ist es komplett sinnfrei. Es ist ein riesiges Dokument, 200 oder 2000 Seiten. Schreibt es für irgendwelche Regulationen, dann schmeißt man es weg und dann macht man immer nur den Haken. Und dieses Risk-Management kann auch benutzt werden. Wenn man weiß, welche Risiken da sind, welche Risiken angreifen wollen und zum Beispiel Fehler ist, Probleme erzeugen, dann kann man dagegen was machen. Das Erstellen von Risiko-Assessments, das kann man auch wirklich benutzen. Das zweite ist, welches können wir darüber machen, auf einer Targetliste zu stehen. Zuallererst, wir haben keine zeitsensitive Information. Wir haben keine... vielleicht ist es verhältlich, teilweise aber auch nicht. Also was für uns wichtig ist, ist, wir müssen in der Lage sein, diese Informationen zu bekommen. Und wenn Sie ein ähnliches Ziel haben wie Sie, das kompromittiert wurde, oder Sie haben ähnliche Plattformen, dann müssen Sie darauf aufpassen. Müssen Sie nicht warten, bis Sie angegriffen werden, um da was gegen zu machen. Eine der, wenn Sie zum Beispiel Brian Krebs folgen, direkt nach Target, über jede zweite Woche ein weiteres Stück darüber, weil diese wurde eingebrochen, und dort wurde eingebrochen. Und die, im ersten Moment, wo ein Target Breach war, bei ihren Point-of-Sales-Geräten, und jeder, der einen Verkaufsmechanismus hat, würde sagen müssen, oh, vielleicht bin ich das Nächste. Und anstelle davon wirklich zu schauen und versuchen, alle Geräte anzuschauen, hat jeder nur gesagt, hoffentlich bin ich es nicht, der Nächste, der gefunden wird. Und das bringt uns zu einem zweiten Problem im Sicherheitsbereich, das einfach ignoriert wird, das Threat Assessment. Also, ein Threat oder eine Gefahr ist das Ziel und die Fähigkeit. Also wir wissen jetzt, wozu sie fähig sind, aber wir wissen auch ein bisschen was darüber über die Ziele. Wir wissen aber, dass dies hier passiert hat. Und dann müsste wir vielleicht ein bisschen ändern, wie wir machen. Wir haben keine wirkliche Information. Dieser Typ möchte uns wissen, aber wir haben jetzt Informationen darüber. Irgendjemand macht dies. Und vielleicht machen sie es zu Leuten, die ähnlich sind wie wir. Und wenn man im Cyber-Angriffszyklus ist, dann haben wir immer drei Schritte, die sich wiederholen. Wir haben beschlossen, dass wir es ein bisschen anders darstellen. Also machen wir alle drei Schritte gleichzeitig, sondern einzelne Schritte. Also die Pre-Engage-Vorangriff und der Angriff ist selber. Also der Vorangriff ist, wenn alles außerhalb der Zielorganisation passiert. Das Problem ist, zwei Informationen. Öffentliche, vorhandene, sensitive Daten von komplett Mitarbeiterliste oder die Sketche von Netzwerken, Sketches, die sagen, wer wo arbeitet, was die Hierarchie ist, das irgendwas, was man von draußen bekommt. Leute, die Sicherheitsfragen nehmen, könnten eventuell auf Facebook sein, diese ganze Information. Und das zweite ist geringe Sicherheitskonfiguration. Es könnte Probing ausprobieren sein, zum Beispiel ein Port scannen. Wir benutzen Werkzeuge, oder das Netzwerk zu scannen. Wir schauen nach offenen Ports oder normalen Standardpasswörtern oder schlechte Konfiguration. Jeder macht das. Man nimmt das Werkzeug, man lässt es drauf laufen und Leute können das auch manuell machen. Leute anrufen. In meinem vorherigen Job habe ich bei Checkpoint gearbeitet. Mindestens zweimal wurde ich gleich zufällig neben dem Reception Desk, wo jemand da angerufen hat. Und beide Male haben sie mich daran geholt, weil ich da interessiert war bei der Möglichkeit, mit einem Scammer zu reden und fangen an, den Fragen zu stellen. Dann geben die auf. Aber das ist wirklich passiert. Als nächstes. Ja, so. Das Verständnis, das hier geschaffen werden soll, das sind Grundlagen. Viele Informationen können aus dem Internet
von entfernt gemacht werden. Man muss das so früh wie möglich wissen. Man muss wissen, wer diese Informationen hat. Man muss die öffentlichen Informationen so gering halten wie möglich. Man muss so schnell wie möglich außerhalb der eigenen Mauern darauf reagieren. Das muss man wirklich drüber nachdenken heutzutage. Und außerdem, das ist sehr wichtig, man muss die Aufmerksamkeit neu refreshen. Also, das ist ein menschliches Problem. Selbst wenn es nicht sonderlich groß ist, dass man Erfolg hat, es hilft. Menschliche Sensoren, Leute geben uns Informationen. Wir fragen die, hey, was passiert? Und manchmal ist es sinnfrei. Manchmal ist ein Anruf ist über nichts. Dann kümmern wir uns immer darum, dass es ein sinnvoller Report ist. Weil viele der wichtigen Anrufe waren Leute, die uns einfach angerufen haben, weil sie Sachen, die ungefähr so waren, wie das, was wir wissen wollten. Und gleichzeitig ist es nicht sonderlich häufig. Also die Angreifer machen immer noch denselben Erfolg, weil die grundlegenden Sachen einfach unter dem Radar bleiben. Also die der Angreifer ist schon im Netzwerk. Nicht viele Informationen oder Reports reden darüber, wie der sich innerhalb des Netzwerkes verteilt. In der Regel ist es über Privatsphärenprobleme oder Sicherheit. Vielleicht wissen sie es auch gar nicht. Aber im Endeffekt, jeder von uns wird gehackt. Jeder wird gehackt. Jeder wurde gehackt. Es ist kein Problem mehr. Es ist nicht mehr Angst darum haben. Und wenn man sagt, hey, es ist noch nie passiert, dann ist es ein Problem, weil man dann vielleicht schon was hat. Und im Endeffekt, dieser Angriff ist ein Prozess. Der ist nicht einfach nur rein und raus, sondern in der Regel kommt man nicht direkt zu dem interessanten Computer. Sondern sie sind da drin im Netzwerk und das ermöglicht, dass man die erkennt und in den Weg kommt. Man kann darüber nachdenken, man kann planen, man kann sie verändern. Man muss so viele Probleme in den Weg stellen wie möglich. Verschiedene Zeile. Der Angreifer muss Zeit und Ressourcen da reinstecken im Netzwerk, denn je länger er im Netzwerk ist, desto sicherer ist man. Dann braucht er länger, um zum interessanten Teil zu kommen und man hat mehr Zeit und mehr Möglichkeiten, sie zu fangen. Wir haben die Vor- und Nach-Angriffsbereiche ausgetauscht. Aber es ist ein weitergehender Zyklus. Sie kommen rein, sie haben Zero Day benutzt und je mehr man Probleme man denen in den Weg stellt, desto länger brauchen sie und es wird richtig schwer, vielleicht kann es wirklich schwer für sie werden. Und veröffentlicht eure Daten. Ja, jemand muss der Erste sein. Wir müssen nicht alles sagen. Sagt über die Technik. Sagt über das, was andere Verteidiger eventuell benutzen können. Und wenn ihr anfangt zu teilen, dann fangen andere Leute auch an zu teilen. Dann ist es für alle sicherer. Und der letzte Punkt, der Fold und Zurückziehen, wenn man wirklich nicht die Informationen, ist es auch in Ordnung. Das ist interessant. Es gibt was Neues für mich in der Sicherheit. Jeder macht ja Cyber heute, aber was ist der Unterschied? Ja, und Angreifer beginnen Logs zu löschen. Der Angreifer kann Hinweise zerstören. Ganz viele unserer Mechanismen liegt darum, dass wir sozusagen, nachdem es passiert ist, uns Sachen anschauen. Es ist keine Art von unendlichen Monitoring und unendlichen Zahlen von Warnungen. Es ist immer sozusagen danach. Ja. Wenn ein Angreifer diese Sachen zerstören kann, sorgt dafür, dass es dort bleiben. Man kann Snapshots verwenden, man kann Logs wegtransportieren, das kann einen retten. Das heißt, wir haben eine Idee, dass wir so eine Art Backup-Plan machen. Das heißt, wir suchen nach Backups von Logdateien.
Das kann manchmal wichtiger sein als permanentes Monitoring, sondern dass wir immer Backups von den Sachen haben, die die Angreifer zerstören könnten. Das war Inbar seine Idee, einander das Backup-Response-Plan. Ja. Und das hat diese lustige Abkürzung. Ja. Damit versuchen wir mal zu verstehen. Für manche von uns ist das Alltag. Manche Sachen ein bisschen neu, aber die Idee ist immer, was können wir von diesen Spionageberichten lernen? Wie können wir die benutzen? Wie benutzen wir die, wenn es einen neuen Bericht gibt? Wie wird unsere Sicherheit besser gegen auch unbekannte Sachen? Wir haben uns die linke Seite angeschaut, die Informationen, die man in den Reports hat, dass es immer weniger Wert hat, je nachdem. Und wir haben uns den Prozess angeguckt, wenn es sich um einen Inzident handelt, wie man den betreut. Wenn man so einen Bericht kriegt, versuch erstmal zu verstehen, was für Informationen kommt da wirklich raus. Stehen da die Objektive, die Aufgaben des Angreifers drin, seine Ziele? Vielleicht, wenn du Glück hast, ist da drin, was die Zielindustrien sind, die Zielorganisationen, dann wird es für dich einfacher. Wie arbeitet dieser Angreifer? Versuch das zu verstehen. Versuch das zu tun, was wir gerade machten. Was für wirkliche Handlungen können wir auf der Basis so eines Berichts machen? Was wissen wir anhand dieses Berichtes? Was haben wir da rausgelesen? Und im Zweifelsfall sagt einfach, Leute, wir brauchen bessere Berichte über Spionage. Die müssen uns mehr helfen. Dass die sozusagen uns immer zu Handlungen befähigen, dass wir die nicht nur lesen. Ein weiteres Problem, wir haben keine Lösung für dieses Problem, aber das ist sozusagen der Abbau von ja, sich peinlich führen, wenn es einen erwischt. Zuerst war es ein Risiko, dass man bei diese Zuordnung sind gefährlich für die Angreifer. Es gibt manche Länder, die wollen nicht, dass sie erwischt werden. Oder dass man bestimmte Bereiche oder Untergruppen von diesen Spionageeinrichtungen erkennt. Aber manche Kriminelle, das wird ihnen immer unwichtiger. Sie werden erwischt, aber ja, dann seht ihr, was passiert. Es ist ihnen scheißegal. Sie arbeiten einfach weiter. Manche Gruppen lesen die Blogs von den Leuten, die sie verfolgen und reagieren in Echtzeit auf diese Reporte. Ja. Es gibt einen Fall, da hatten Trend Micro und Alien Vault ihr Blog geupdatet haben und die Angreifer haben ihre Werkzeuge geändert in dem Moment, wo diese Veröffentlichung kam, also sozusagen live. Das ist ziemlich interessant. Was wir gerne sehen würden, was möchten wir denn haben? Wir haben gesagt, das ist nicht keine technische Präsentation, sondern so eine Art, so unser Denkprozess, unsere grundlegenden Ideen. Wir haben uns die Zeit genommen, diese ganz, ganz vielen Fälle von Berichten angeschaut haben. Wir haben mit Tillmann gesprochen, mit anderen Freunden. Wir haben andere Forscher angesprochen. All diese Daten, um diese eher hochlevelige Präsentation machen zu können. Wir denken jetzt nicht an die Malware-Researcher, sondern die Leute, die eine Organisation verteidigen müssen, die nicht nur mit guten Security-Teams arbeiten, sondern manchmal hat eine Organisation hat nur ein IT-Team aus 11 Leuten und 2 Leuten wird jetzt gesagt, hey, ihr müsst diese Angreifer abwehren. Das ist oft die Realität. Ja. Das passiert bei mehr als einem Kunden. Wir brauchen mehr Berichte, die einem sagen, okay, was sind die was könnt ihr daraus lesen, wie können wir darauf reagieren, was ist das tatsächlich, was wir tun können. Die armen Leute, die so eine Organisation schützen müssen,
Wir sagen nicht, dass alle Reports schlecht sind. Wir sagen, dass ziemlich viele, viele Berichte sind nur für Public Relations und die helfen wirklich nur den Angreifern, nicht wirklich denjenigen, die ihn verteidigen. Sie müssen mehr gute Daten liefern. Da muss doch etwas drin sein, was ich benutzen kann. Ich möchte doch, nachdem ich das gelesen habe, in einer besseren Position sein als vorher. Wir brauchen die Informationen früher. Sag uns, hey, was sind so die grundlegenden Punkte? Ja, was sind die Trends? Vielleicht könnte es sein können, wenn man das bei Target rechtzeitig erfahren würde, dann hätten alle anderen Ziele sich rechtzeitig schützen können. Vielleicht sollten wir unser Setup angucken und anhand von diesem Bericht Änderungen machen. Es gibt immer noch so viele Registrierkassen, die mit dem Internet verbunden sind. Und man hat das Problem nicht gelöst. Ich habe mir echt Sorgen gemacht über das nächste Problem. Ja, Information-Sharing, Kollaboration. Viele sagen, oh, spricht nicht wieder darüber, das ist langweilig. Es gibt öffentliche Informationen, die verteilt werden und es gibt Informationen, die helfen. Die ganze öffentliche Information, darauf kann man nicht reagieren. Das selbst so ganz kurze Informationen, hey, das passiert, das könnte schon helfen. Ja. Also was ist sozusagen das Allgemeine, was man verteilen sollte? Und wir sollten keine weiteren Zuordnungen machen. Ja, Zuordnungen sind wichtig, das hilft uns. Wir können über das Geschäft nachdenken. Wer ist denn tatsächlich hinter uns her? Aber was hilft uns das? Wie viel hilft uns die Zuordnung zu einem Täter? So fühlen wir uns dann nur besser. Aber wäre es nicht besser, die Tipps und Handlungen eben reinzumachen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht sollten wir aufhören mit Zuordnungen, die einfach schlecht sind. Es geht um mehr als nur IP-Adressen. Wir haben uns ja mehrere Beispiele angeschaut. Ja, natürlich. Wenn niemand am Schabbat arbeitet und da keine Kompilierungszeiten hat, dann ist es vielleicht Israel. Aber vielleicht ist das auch nur Tarnung. Das ist ja relativ einfach zu fälschen. Du weißt es nicht hundertprozentig. Ja. Auf der einen Seite haben wir die IOCs, auf der anderen Seite haben wir die Zuordnung des Täters. Also gut. Aber es ist nicht wirklich das Wichtigste. Und wenn man es macht, wenn man Zuordnung macht, dann soll man es richtig machen. Jetzt noch ein paar abschließende Worte. Ich für NATO-Reporter kann sehr große Hilfe sein, aber wir müssen ein paar Änderungen machen. Die Probleme mit den Änderungen ist, dass es manche ökonomischen Interessen sind, die von den Leuten, die herstellen. Wir glauben, dass wenn die anfangen, mehr Inhalte zu machen, dann könnte es vielleicht zu mehr APTs schlecht, weil das die einzige ist, die sich weiterentwickelt, wenn sie sich verbessern würden. Also vielleicht sind wir nicht der richtige Weg, aber vielleicht gibt es Wege, die uns weiterhelfen, aber dann wäre es ein sehr guter Weg. Wir werden nicht weniger Business haben, weil die Reports besser sind. Die Angreifer werden sich weiterentwickeln. Und etwas, was wir sagen, Sandy Attacker 6, die müssen die ganze Zeit Angst haben. Wir müssen die ganze Zeit sich umschauen, ob vielleicht da irgendjemand ist, der zuschaut. Und die Frage, zum Beispiel Gauss im Gegensatz zu Frame, wenn sie so viel Zeit bei einem Ziel schreiben, dann ist der Angriff sehr viel teurer. Wenn man dasselbe mit diesen Spionage-Reports macht, ja, sie müssen aber besser werden. Und zu guter Letzt erhöht die Kosten des Angreifers. Alles, was man machen kann, um die Kosten für den Angreifer zu erhöhen, ist sinnvoll. Neue Produkte kaufen, Services einkaufen, Leute, die für einen arbeiten, bessere
bessere Informationen geben. Man möchte es hinkriegen, dass der Angreifer es so schwer hat wie möglich. Also es wird jetzt nicht einfach sein, es wird sie nicht abhalten. Sie machen ihren Job genauso wie wir unseren eigenen Job machen. Die Angreifer sind stärker als wir. Wir arbeiten ein bisschen dran, aber sie werden auch nicht einfach darauf aufgeben. Die werden weitermachen. Aber gleichzeitig können wir damit anfangen, es besser für uns zu machen. Und das ist das Wichtige, lass uns mal durchgehen. Ja, wir haben viel Arbeit reingesteckt. Ja, wir haben den Quellcode reingeschaut. Wir haben viele Reports angeschaut. Wir haben viele Informationen, die nicht öffentlich ist. Aber dies zusammenzuschreiben in einer Methode, die nicht langweilig für alle ist und auch eine Methodik da drin zu haben, aber auch nicht zu technisch und immer noch Beispiele zu haben und rauszukriegen, was die Angreifer wirklich machen, weil alles nicht einfach. Wir stehen auf. Wir haben Leute, die uns sehr viel geholfen haben, über Blogs, über Reports und viele Leute, ohne die wir nicht hier wären und die Leute müssen aufgerufen werden. Zum Beispiel viel Hilfe an Tillman, Red Varan, H.D. Moore, Peter Cruz, Chris McCondy und viele weitere. Auf der Folie stehen sie ja. Und insbesondere zu Nitz Ansadan, der sehr viele, sehr guten Research für diese Präsentation gemacht hat. Also vielen Dank an ihn. Und damit, bevor wir zu Fragen kommen, manche Spionage-Reports sind einfach schlecht. Das ist ein Problem für uns. Sie sollten besser werden. Wir können besser werden als sie. Wir können sie dabei halten. Vielleicht können sie zu einem Bereich kommen, wo sie schlechter werden. Und das würden wir gerne sehen. Also, vielen Dank. Und ich würde mich sehr freuen, jegliche Fragen beantworten zu können. So, thank you, Inbar and Gadi. We have a question from the... Wir haben eine Frage aus dem Internet. Also, die Frage ist, was ist der Spionage-Ergebnis von diesen unterschiedlichen Industrien? Wer ist die problematischste Industrie? Okay, I'll try to respond. Okay, ich versuche zu antworten. Ich denke, es gibt eine ganze Organisation, die kann das relativ gut, weil sie gute Sicherheit haben. Sie haben Incident Response, sie haben Schutzmaßnahmen, Monitoring und so weiter. Relativ viele Incident Response wird von Externen gemacht. Das heißt, man holt sich Firmen, die das für sie machen. Und deswegen glaube ich, diese ganzen Backups zu haben, ist sinnvoll. Da kriege ich sicher bestimmt. Es geht viel um Monitoring. Manche Leute sind echt gut, die meisten nicht. Und andere holen sich Hilfe von außen. Ein anderes Problem mit dem Outsourcen Sicherheit ist, dass da ein sehr großer Unterschied ist. Da kann ein sehr großer Unterschied sein in der Fähigkeit, ordentliche Antworten zu machen. Unabhängig davon, wie das Netzwerk vorher aussah. Also wenn man die Leute nur anruft, wenn man das Haus schon brennt, dann können die auch nicht viel machen. Wenn man sie vorher schon reingeholt hat und sie das Haus vorher vorbereitet haben, dann können sie vielleicht was machen. Ein anderer Aspekt ist, forensische Untersuchungen und Incident Response ist Logs, die Kette von Beweisen. Es gibt Leute, die das immer noch machen, aber bei Spionage ist das nicht mehr so wichtig. Es geht nur darum, schnell herauszufinden, wo ist der Gegner, wo bewegt er sich und halt diese Behebungsmaßnahmen zu machen. Und manchmal installiert man einen Agent auf vielen Systemen. Das heißt, es geht nicht so um den klassischen forensischen Prozess, wo man das Zeug fürs Gericht vorbereitet. Ich bin da nicht so ganz der Expert, aber du könntest auch andere Leute fragen, warum nicht. Mikrofon 2, bitte. Ja. Zuallererst bin ich nicht sicher, ob das die richtige Anhalt ist. Die meisten Leute hier bauen ein Netzwerk und die werden versuchen, es so sicher zu machen wie möglich. Selbst ohne spezielle Angreifer zu überlegen. Denken Sie darüber nach, welche Informationen ein Angreifer haben möchte, weil sie versuchen, das System so sicher zu machen wie möglich. Und wenn eine gewisse Wahl nicht getroffen wird, zum Beispiel eine gewisse Sicherheitsmechanismus nicht zu benutzen, dann ist es wahrscheinlich, weil sie es nicht machen können. Und selbst wenn sie gehackt worden sind, könnten sie das nicht ändern.
zum Beispiel im öffentlichen Sektor. Und bei uns das Problem in der Regel, man muss, wir haben nicht die Leute, um Sachen zu reparieren. In der Universität sind Situationen, wo jeder Professor in jedem Institut und jeder hat sein eigenes IT-Team. Und normalerweise arbeiten IT-Teams, die nur eine Sekretärin ist. Und die haben eine Liste, wo sie wissen, zu welchem Subnet in welchem Institut gehört. Und normalerweise gibt es kein besseres IT-Team. Und das Problem ist, dass ein Institut von vielleicht 20 oder 30 Computern, auf dem XP läuft im Jahr 2015, die sind noch nicht mehr gepatcht, den Windows XP-Patches. Und ich weiß, dass nicht nur ein einzelnes Problem in meiner Universität ist, sondern auch vielen anderen Universitäten, wo es genau so aussieht, dass normalerweise das Problem nicht ist, es gibt keine zentrale IT, die was machen kann. Das wirkliche Problem ist, dass man zuallererst ein Management-Level da drüber über die fehlenden IT, die neue Leute dazu holen muss, die überhaupt ein sinnvolles IT-Team gibt. Das war eigentlich der Spruch, den ich bringen wollte. Ich versuche das zu beantworten. Du hast recht. Das ist dir wichtig. Du hast über die Zuhörer gesprochen. CCC ist ziemlich groß. Das ganz viele Leute schauen sich das an, nicht nur die hier, die sitzen. Es gibt Leute, die sich die Streams anschauen. Und später Leute, die sich später anschauen. Das andere ist, wir möchten einen Prozess beginnen. Da gibt es natürlich Probleme. Aber wenn wir nicht beginnen, etwas zu verändern, dann haben wir vielleicht die Chance, in der Zukunft was zu verändern. Was du sagst, ist wahr. Es ist einfach, ein Beispiel zu nehmen. Nichts, was ich gesagt habe, wird helfen. Aber das löst das Problem nicht. Fortschritt braucht Zeit. Und vielleicht in der Zeit gibt es einen Fortschritt. Bringt uns bessere Setups, wie man Netzwerke gebaut. Die meisten Leute hier haben ein sicheres Setup. Manchmal hast du keine Zeit, aber manchmal musst du Sachen schnell bauen. Manchmal gibt es ein Projekt, das musst du fertig machen und eine Deadline. Und das betrifft alle, auch die Leute hier. Das heißt nicht, du kennst das Problem nicht, aber die Realität, die der Angreifer sieht, die ist wichtig. Nicht hier sind die richtigen Zuhörer. Das Ding ist, hier sind unsere Kampflinien. Hier werden die Ideen geboren. Hier gehen die Leute zurück in die Organisation. Das ist meiner Meinung nach genau der richtige Platz. Wie kann ich nach Angreifern suchen, wenn ich nicht die Ressourcen habe? Und wir sagen, hey, da geht es um Risikomanagement. Was sind deine Risiken? Wie kriegen wir das hin? Wir haben aber leider dafür nicht so viel Zeit gehabt. Sorry, Entschuldigung. Ich habe eine zweite Frage. Leute sollten Informationen über Angriffe früher veröffentlichen. Sollte es nicht auch ein Problem sein und sagen, hey, vielleicht wo der Angreifer überhaupt nicht ins Netzwerk muss? Oder wo der Angreifer schon eine Verteidigung geändert hat? Wir haben nicht alles in den Talk gekriegt, aber wenn du jetzt gerade deinen Angriff hast, dann kannst du ja in einem geschlossenen Kreis die Informationen verteilen. Timing ist immer so eine Sache. Vielleicht gibst du nicht alle Informationen preis, sondern nur die wichtigen Informationen, die jemand anders braucht, zu reagieren. Wir haben keine weitere Zeit, aber wir haben noch eine Frage vom Viewer aus dem Internet, die nicht hier sind. Wenn Sie sagen, Spionage-Reports sind schlecht, seien sie nur die öffentlich veröffentlicht worden oder auch die von Sicherheitsfirmen und ihre Kunden? Wir sprechen über öffentliche Berichte. Ganz viele Hersteller machen sowas, aber nicht jeder ist ein Kunde aller Hersteller. Du bist meistens ja nur der Kunde von einem Hersteller oder zwei. Manche sind besser,
manche nicht. Am Ende ist das Problem, geht alle an. Wir möchten das nicht verbessern für die Kunden eines einzigen Herstellers, sondern wir möchten, dass jeder davon profitiert. Kumbaya. Kumbaya. Thank you very much. Vielen Dank. Ja, vielen Dank aus der Übersetzerkabine. Sie haben den Vortrag...